Und wir gehen aufs Eis bei den Adler Mannheim. Derzeit souveräner Spitzenreiter in der deutschen Eishockeyliga, reißt das Verletzungspech einfach nicht ab. Jetzt werden auch noch Neuzugang Cody Lempel und Nachwuchstalent Moritz Seider im Heimspiel am Freitag gegen die Kölner Haie fehlen. Schon vor der Länderspielpause meldeten sich Chet Kolarik und Marcel Gotsch ab. Seider verletzte sich an der Schulter und wird den Adlern 4 bis 6 Wochen fehlen. Cody Lempel zog sich im Mannschaftstraining eine Adduktorenverletzung zu und muss voraussichtlich 3 Wochen pausieren. Positive Nachrichten gibt es aus Adlersicht aber auch. Phil Hungerecker hat sein Debüt in der Nationalmannschaft gefeiert und mein Kollege Philipp Köhl hat mit ihm gesprochen. Phil Hungerecker hat am vergangenen Wochenende noch seine ersten Länderspiele bestritten. Jetzt hat er wieder den Mannheimer Adler auf der Brust. Phil, wie haben Sie denn Ihr Länderspieldebüt erlebt? Ja, es war auf jeden Fall ein Kindheitstraum, der in Erfüllung gegangen ist. Wie gesagt, es war mein Traum, immer mal die Farben von meinem Heimatland vertreten zu dürfen. Und das ist passiert am Wochenende. Ja, wie gesagt, es ist ein sehr schönes Gefühl. Wie schwer fällt denn nach solchem Ereignis die Umstellung auf den Liga-Alltag wieder? Weil es geht ja sehr schnell. Oh, gar nicht. Wie gesagt, es ist schön, das Nationaltrikot überzuziehen. Das war eine schöne Erfahrung. Jetzt wieder der Liga-Alltag. Die ganzen Jungs hatten eine Woche frei. Wir sind wieder dazugekommen, haben heute das erste Mal wieder zusammen trainiert. Und ja, es ist eigentlich so wie immer. Also immer gut drauf, alle, das ist ganz gut. Super. Die Adler, Sie haben es gesagt, die Jungs hatten frei. Aber es waren 8 Adler insgesamt beim Deutschlandcup. Wünscht man sich ja nicht nochmal eine Woche mehr frei oder ist das für euch kein Problem? Nee, ist für uns kein Problem. Wir haben den ganzen Sommer darauf trainiert. Wir können, wie gesagt, mehr Spiele spielen. Wir trainieren dafür den ganzen Sommer. Also für uns ist es jetzt kein großes Problem. Ja gut, ihr habt ja auch 13 von 17 Saisonspielen gewonnen in der Liga. Seid zu Recht Tabellenerster. Was macht euch denn so stark in der Saison bisher? Ja, wir sind laufintensiv. Wir warten nicht so ab auf die Fehler von dem Gegner, sondern wir wollen den Gegnern zu Fehlern zwingen. Das hat bis jetzt ganz gut funktioniert, aber wir haben noch eine lange Saison vor uns und ja, am Freitag greifen wir dann wieder an und versuchen das fortzusetzen, was wir bis jetzt erreicht haben. Okay, alles klar, vielen Dank und viel Erfolg.